Zwei Stück, pass auf. What? Alles verschwimmt, Leute, mir ist so schlecht. Warum haben wir so, warum ist so eine Musik? Ich habe übrigens gerade einen Strahl gekotzt. Ja, ich sehe es. Ein Geisterschiff. Ja. Ja, Anker, 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 wir holen das Zeug rein. Ja, ja. Anker. Anker, wirf Anker. Ist. Okay. Ich bin tapfer. Ja, ich bin ja, wenn es was Looten gibt, ist sie ganz schnell, ist sie ganz schnell, ist sie ganz schnell. Beim Looten ist sie ganz schnell, ist sie ganz schnell. Ich hab so einen Totenschädel. Der ist, glaube ich, auch ein Haufen Geld wert. Ach, fuck. Mist. War doch mal eine gute Idee, oder? Sehr gut, aber ich muss erstmal mein ganzes Loot wegbringen, weil ich bin voll. Sehe ich. Hasserfüllter Kopfgeldschädel haben wir jetzt. Ich habe hier sogar eine Kiste. Das ist gut. Ja, wir holen alle. Wir holen alles rein. Wo ich tue die Kiste in die Kajüte hier. Wie stelle ich die ab? Achso, okay. Auf mit X. Achso. Alles gut. Wir lassen hier nichts liegen hier draußen. Ja, ich habe gut Acht gegeben. Sehr gut. Brav. Das heißt, alle kontrolliert hier schon, oder? Ja, ich bin voll. Ja, kann nicht mehr nehmen. Hier sind. Oh, geil. Hier sind Kugeln. Ja, ich habe auch schon mit. Hier ist Holz. Hier ist Holz. Wunderbar, 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 wunderbar. Oh, ich kann nicht mehr hinten. Hier sind noch 10 Kugeln. Ich glaube, wir haben jetzt langsam genug Kugeln. Man kann nie genug Kugeln haben. Denk dran, Megalodon. Also hier in der Kiste haben wir 15. In der unteren Kiste haben wir 60. Und in der rechten Kiste haben wir 41. Also ich glaube, wir haben ein paar Kugeln. Oh. Fuck, das ist ein Hai, ey. Oh, ich dachte gerade, da ist irgendwie ein anderer Spieler oder so. Sie bloß so, oh fuck. Und ich dachte so, oh nein, ja, ich bin jetzt schon wieder. Weil ich gerade im Wasser aufgeschaut habe und dann das Hai-Maul vor mir schwamm. Direkt. Ja, der ist hinter dir. Seine Magengrube. So, wo war Holz? Zwei Stück, pass auf! Ich bin tot. Ich wollte gerade sagen, alles gut, dann können wir weiterfahren. Warum? Weiß nein! Dann kann man ja da den Anker lichten, weil sie spawnt eh auf dem Boot. Naja, ich hatte eh bloß ein bisschen was dabei, das weiß ich. Captain, wie wär's, wenn wir da ans Steuer gehst? Ah, du tust dein Loot wegbringen, oder? Ja, ich bring gerade das Zeug weg. Ich bin oben. Arr. Kann man hier auf dem Geisterschiff? Das kann man nichts looten, gell? Könnte ja sein, dass man hier was Cooles mitbringen kann. Geisterschiff? Ja, aber das ist scheiß gefährlich, das Geisterschiff. Echt? Ja, die Geisterschiffe greifen nur an. Nein, ich meine, auf dem, in dem man ist, wenn man gestorben ist. Ach so, nee, Daniel. Captain, Segel passen, wo ist oder? Wo ist mein Co-Pilot? Müsst gleich wieder kommen. Okay. Yep, bin on the way. ich fand's trotzdem gut, dass wir was reingeholt haben. Du kannst ja mal in die Kiste gucken, was da drin war. Kommst du in die Kiste rein? Die Kiste steht im Ding, oder? No? Ja, hier. Kiste mit Zucker. Wir müssen nach... Du hast eine Zuckerkiste aufgenommen. Nach Süden. Und dann sind wir eigentlich gleich da. Im Süden ist die Insel. Ja, das ist eine Kiste mit Zucker, die können wir dann bestimmt verkaufen. Ja, mit Sicherheit. Ach schade, die Klamotten Zucker, und alles, was Zucker wir vorhin hatten, sind alle damals mit dem Untergang. Zucker ist richtig was wert, Zucker und Rum. Zucker und Rum, das macht richtig Geld. Wie wäre es eigentlich, wenn wir mal ein bisschen Saufgelage machen hier? Hier, wo oh ja, ich suche die ganze Zeit, wie man den Krug gleich wieder in die Hand nimmt. Warte, Krug. Hier, geradeaus ist die Insel. Da müssen wir hin. Siehst du die? Ja. Ja, da müssen wir dann auch unser Zeug, kriegen wir da los. Voll cool, dass wir jetzt Zucker gelootet haben. Na, was bummst denn hier? Haben wir das gerade gehört? Hast du da unten rumgebummert? Ich hab gerülpst. Ach was! Das ist die Insel, ja. Die sieht schon viel, viel... Wie schaut ihr nach Handelsinsel aus? Ich kotze die eh gleich voll. Wer kotzt aber das ist... Aber Golden Sands sagt mir jetzt nichts, da waren wir noch nicht, ne? Nee.
Nee, da waren wir nicht. Alter, ich also kann nicht gerade laufen. Ich gehe mal ein bisschen vorsichtig ran hier, ne? Ich kann nicht gerade laufen, alles verschwimmt, Leute, mir ist so schlecht. Ich glaube, ich übergebe mich gleich. Warte, Instrument, ich brauche das Instrument. Ah, da spielt er auch falsch, so viel ich weiß. Oh ja, das spielt echt falsch. Sag mal, wann wir den Anker lichten sollen. Anders. Ja. Ich sehe leider nichts, das musst du machen. Ja, mach ich. Ich stehe davor, ich warte nur auf das Go. Jetzt bin ich in den Keller gelaufen, ich wollte eigentlich ganz woanders hin. Einparken, ist wieder. Ander, jetzt! Yep. Läuft, fett. Yep. Ja, also. Ja, das war, ich sag ja, das kann ich am besten. Das kann einparken, ich. Einparken, oder was? Ich kann am besten einparken, es ist einfach so. Okay, ich habe hier die Kiste mit Zucker. Ich glaube, da drin ist noch mehr, das Leuchten, der leuchtende Stein und der Totenkopf und so weiter. Ach so, ich soll Dude mitnehmen. Ja, Klaus ist wieder besoffen. Ja. Ob man dir den anvertrauen soll, ist am Schluss damit unklar. Komisch, im Wasser wird man sofort nüchtern, das ist sehr interessant. Echt, wahr? Ja, ich bin jetzt komplett nüchtern wieder. So eine kalte Dusche zu ziehen. Habt ihr was mitgenommen, Loot, ja? Warum ist so eine Musik? Keine Ahnung. Warum ist so eine gruselige Musik? Keine Ahnung. Werden wir gleich sehen, wenn wir einen Stoß kriegen. Wo bist denn du? Da ist der Händler. Ah, der sieht schon aus wie ein Gauner, nicht wie ein Händler. Vielleicht ist irgendwo das Raid in der Nähe. Komm hier nicht weg. Angst. Was Seefahrten kauft. Das ist nicht der Händler, ja, das ist der Falsche. Das ist nicht der Händler, verdammt. Hä? Wo ist denn der Händler? Suche ich auch gerade. Hier? Hallo? Habt ihr den Händler gefunden schon? Ah, da. Oder? Oh. Nee, das ist ein Zauberer. Nö. Weil eigentlich, wenn du einen richtigen Händler hast, der frag ich ja gleich, ob er es nehmen kann. Ah, ja. Hier. Okay, ich hab die richtige. Wo? Ja, das war nur für den Schädel. Das war diese Magierin, die ist für den Schädel zuständig. Ach, Zucker? Ja, jetzt ist die Musik vorbei. Nachdem ich den Schädel verkauft hab. Das war vielleicht ein Fluch oder so. Ja, Hass erfüllt, jetzt kommt wieder Musik. Oha. Mann, wo wäre ich denn jetzt? Wo kriege ich meinen Zucker weg hier? Kommt zur Musik nicht immer. Zucker muss wahrscheinlich bei irgendeinem Essenshändler verkaufen. Was haben wir denn hier? Habe ich was verkauft? Ich hab's nicht mehr an der Hand. Ja, du musst da hingehen und dann sagst du, glaube ich, er bei dem Händler. Der sagt aber auch, was kauft oder nicht. Na, ich hab's nicht mehr in der Hand. Ja, dann müsstest du es verkauft haben. Aber dann haben wir jetzt nichts dafür bekommen. Na, ich überlege gerade. Sind das hier Gauner? Warte mal. Ach, jetzt ist was kommen. 715. Ja, das war ich gerade. Gebeinetes das Ding. Aber wo kriege ich diesen blöden Zucker hier weg, Mann? Ich laufe hier ein Ding nach dem anderen ab. In der Gaststätte oder so. Ich habe keine Ahnung, wieso da die Musik ist. Ist irgendein Schiff in der Nähe? Das hier ist. Oder ist der Megalodon in der Nähe? Was ist? Alter. Was denn? Schlaraffenland. Ach Gott. Die, bei der wir vorhin waren, die verkauft Waffen. Aber was für Prügel. Okay. Aber was für Prügel. Aber jetzt mal, warte mal, wo ist denn mein... Wie kann ich denn jetzt rausfinden, ob ich das verkauft habe oder nicht? Haben wir Geld gekriegt? Ja. Yep. Meerjungfrauensmaragd verkauft. Meerjungfrauensmaragd? Wir hatten hier einen Meerjungfrauensmaragd verkauft. Das war der grüne. Get your weapons, etc. Ja. Nirgendwo kriege ich den Zucker weg hier. Gibt's ja nicht. Ah, bei dem komischen Koch vielleicht auf der Mini-Insel. Also hier drüben bin ich ja gerade bei der... Ja, dann nehmen wir ihn halt wieder mit, das Alter jetzt nicht. Mann, ich rede. Ja, genau. Ich denke mal, du musst das so dort verkaufen, wo die Leute, die das haben wollen. Das könnte schon sein. Hier haben wir zum Beispiel ein Bekleidungsgeschäft. Dort oben war ein Waffengeschäft. Was ist das hier für ein... Die rennen hinterher, sind nicht. Mit der Kiste, wird langsam schwer an der Arme. Ja. Wen haben wir denn hier?
Wieso sind die Sachen alle so teuer? Hier haben wir jemanden, der verkauft Kompasse und so ein Zeug. Ich bräuchte halt einer, der das Essen verkauft. Ja, ne, ich such schon. War in der Nähe von dem Steg, was hinten war jemand? Irgendwo? Hier, hinten, hier? Was hatten die alle hier? Das ist doch schon wieder die Zippel. Bei der konntest du doppelt was verkaufen, oder? Nee. Und der hier ist für den Schiffsbau zuständig, oder? Ja. Schiffsbau. Und die ist mit. Die hat Missionen ja hier. Hier kann ich den Zucker verkaufen. Ach, na dann, okay. Siehste. Na endlich. 204. Was kriegen wir? 204, das hat sich ja gelohnt, die Rumrennerei hier. Hat gut, sich dass voll ich gelohnt. Oberarme habe, ey. Oberarme. Ja, bloß gut, dass du überhaupt welche hast. Ja, alle. Das ist das Sache. Sonst könntest du gar keine Kiste tragen, egal wie schwer. Das schaut so laut. Was hatten die denn? Was haben wir denn jetzt? Wir haben. Was ist das hier? Oh! Aber wir haben schon gut Geld gemacht, ne? Ja, aber du kannst ja fast nichts davon kaufen. Habe ich gerade gesagt. Na, warte mal. Würde sich denn das lohnen, das Schiff irgendwie aufzuwerten? Das Schiff? Weil das Schiff ist ja nun mal unser. Ich glaube schon. Unser. Was wird denn überhaupt jetzt, wenn angenommen, wir würden das Schiff jetzt so leicht aufrüsten? Und dann würde uns das wieder abbrennen. Wenn wir das neue Schiff krächten, wäre das bleibt. Mit den Upgrades ausgestattet oder nicht? Ja, ich glaube schon, dass es bleibt. Okay. Ja, ich glaube auch. Das sind, glaube ich, dauerhafte Veränderungen an dem Schiff. Schau mal. Du bist da drin, gell? Guck mal. Oder Klaus. Jetzt mal. Habt ihr eigentlich auch alle die 4311 bekommen, oder? Weiß ich jetzt gerade nicht. Guck mal schnell zu mir her. Klaus, ja. Ich bin aber gerade beim Klamotten kaufen, ja? Schau mal hin. Ist das diese Insel? Wo wir jetzt sind? Das weiß ich doch nicht. Hoppala. Ich weiß nicht, ob das die Insel ist. Golden Sands. Ja, da steht nichts drauf. Ich habe hier eine Schatzkarte auf einmal in meinem, Das ist vielleicht die hier drüben, die kleine Insel da drüben. Der Ausläufer vielleicht. Ach so, nimmt's wieder Material mit, gell? Ob diese Insel ist oder ob das eine andere ist. Ihr nehmt's aber schon wieder das Loot mit, oder? Was in die Kisten ist oder in die. Jetzt mal ohne Witz, na. Ja. Allein nur das Schiff neu anstreichen, kostet ungefähr 49.000 Goldstücke. Was? Wie bitte? Das kriegt man ja nie hin. Eine neue Kanone, eine Jägerkanone, 50.000. Hey, das ist doch die Startinsel, oder? Ja, da muss man halt wirklich, wir haben ja jetzt auch erst angefangen, muss man sagen, ne? Man muss halt wirklich da Schätze hier bei musst du musst echt, ja. Leute, bei mir ist der Piratenkodex, hier ist die Ding. Wo bist du? Da kann man aber kein Servus unterstellen. Da kann man kein Servus unterstellen. Warte, ich komm zu dir. Hier ist der Pub wieder. Hier ist die Alte wieder. Also ist das hier unsere Startinsel? Schaut so aus, ja. See you next time. Wo ist der Piratenkodex? Der ist hier gar nicht. Ja, an der Tür. Ja. Nein, ich steck fest. Ah, jetzt, Gott sei Dank. Setze die Segel als Botschafter für Athens Segen. So, ich habe dem Kodex zugestimmt. Hab ich. Ach, die Betrüger sollen eine gerechte Strafe finden. Okay. Die. Oh, ist das nie ein schöner Sonnenuntergang, herrlich. Ich sehe ihn gar nicht. Ich bin drinnen. Ach, schade. Wieso hast du nicht früher gesagt? Schon wieder diese komische Musik. Immer diese dramatische Musik. Das liegt wahrscheinlich an der Insel hier. Ist eigentlich der Kuh? Was machen wir uns im Schiff zurück? Ich wollte gerade angeln. Wir dann angeln erstmal. ich guck mal, ob es hier was zu looten gibt. Ja, ich habe schon einen Teil gelootet, aber ich glaube, es gibt noch mehr. Hier gibt's immer Roll. Hier gibt's von Elfriedes Lieblingsessen. Hier gibt's nicht bloß Marken, hier gibt's auch Regenwürmer. Ja, habe ich auch schon mal mitgenommen.
Elfriede, komm mal so einen richtigen Haps. Ganz feines. Hui! Piratenkränzchen freigeschaltet. Piratenkränzchen? Ja, aber ich glaube, wir kommen. Piratenkränzchen. Laut Umbras Notizen war es, was Daimo Doris Mars liebstes Hobby, all die Dinge aufzulisten, die an der Sea of Thieves verbessert werden könnten. Obwohl ein grimmiger Salzbuckelanstoß an der Kritik genommen hat. Okay. Ich habe übrigens gerade im Strahl gekotzt. Ja, ich sehe es. Du kotzt immer noch im Strahl. Du kotzt immer noch im Strahl, ja. Echt? Okay. Loot. Ich weiß auch nicht, ob es was bringt, wenn du was isst. Ich glaube mal, die Musik kommt, weil da hinten das Raid läuft, oder? Und das lootet mir hier alles weg, weißt du? Regenwürmer, geil! Ich glaube wirklich, dass es kommt, weil wir so nah an dem Raid dran sind. Ah, Ringgebein, guck mal. Seht ihr, dass da hinten ein Schiff kommt? Wir sollten uns verpissen, Leute, da hinten kommt ein Schiff. War so. Da kommt ein Schiff, da hinten, wo das Raid ist. Wir sollten. Eigentlich ist es hier, Das interessiert bloß keinen. Eigentlich darf man das hier nicht. Das interessiert aber niemand. Wo bist du? Ach, da. Oh, es riecht like Panik, weil das. Aber wie gesagt, eigentlich. Panik! Fackelt doch jemand unser Schiff ab? Nee. Also, ich gehe auf jeden Fall zum Schiff. Nee, das ist ja, ich nicht. Ja, wir gehen alle. Wir gehen alle. Ich habe Regenwürmer in der Hand. Inwiefern hilft mir die Info jetzt? Gar nicht. Überhaupt gar nicht, würde ich sagen. Ja, ich falle das so wichtig lang jetzt. Wir rennen wie morgens zum Schiff und jemand sagt, ey, ich hab Regenwürmer da. Oh, schöner Himmel. Okay. Ah, okay, ihr seid beide auf dem Weg, dann kann ich ja mal. Was aufs Klo? Nein, der Anker lichten. So. Anfangen, den Anker zu lichten, weil es dauert ja. Weil das so klang, da kann ich auch mal. Nein. Du drückst dich immer so merkwürdig aus. Sie drückt im wahrsten Sinne des Wortes, wenn sie mal muss, ne? Themawechsel. Oh. Immer diese Kackgespräche. Du hast angefangen. Nee, hab ich nicht. Da hinten kommt das Schiff, ja. Segel runter und mehr in Wind drehen. Wir haben schon wieder Gegenwind oder was? Na, oder? Ich versuch's auf jeden Fall gerade in Wind zu drehen und krieg nicht wirklich was hier. Jetzt. Okay. Nein, das ist nicht der Wind. Andere Richtung. Ich hab's gerade probiert, da ging's auch nicht. Wie sie halt grundsätzlich immer die Richtung dreht, wo ich auch drehe. So, ist jetzt so jetzt in Sicherheit erstmal, oder? Ich glaube, wir sind jetzt. Ich schau mal, wo das Schiff ist. Ich sehe es jetzt gerade aktuell nicht. Okay, ja, das ist nie verkehrt. Wieso hörst du wieder so komisches Grummeln? Hier schon wieder ein Geisterschiff! Los,